So, dann heiße ich Sie jetzt an dieser Stelle nochmal alle ganz herzlich willkommen und freue mich heute mit Ihnen gemeinsam durch unseren Reisevortrag zu der Perle im Indischen Ozean, nämlich Sri Lanka, zu beginnen. An dieser Stelle möchte ich mich einmal selbst und im Namen von Green Tiger Travel ganz herzlich für Ihre Teilnahme und Ihr Zuschauen bedanken und freue mich, dass ein so reges Interesse an diesem schönen Inselstaat besteht und an unserem Vortrag. Ganz kleiner Hinweis noch vorab: Mir ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, genderbewusst zu sprechen, also geschlechterbewusst. Ich lasse aber heute das generische Maskulinum dominieren, wahrscheinlich einfach der Einfachheit halber geschuldet und weil es noch so ein bisschen in der Gewohnheit ist. Genau. Jetzt beginnen wir erstmal mit einer kurzen Übersicht, was Sie heute Nachmittag oder Mittag erwartet. Und einige von Ihnen, einige Zuschauer kennen uns ja bereits, waren mit uns auch schon zum Beispiel in Südostasien unterwegs oder gegebenenfalls sogar in Sri Lanka. Für alle anderen stelle ich uns auf jeden Fall noch mal ganz kurz vor, wer wir sind, was wir machen. Anschließend, der größte Teil der Präsentation, gehen wir dann tatsächlich nach Sri Lanka eben auch rein, schauen uns so eine kleine Beispielreise an und kommen dann im weiteren Verlauf noch auf aktuelle Themen, auf Klima, reiseorganisatorische Themen zu sprechen und dann noch ein kleiner Punkt, die Möglichkeiten, was wir so als zum Beispiel schöne Touren planen würden und wo wir einfach schöne Ideen sehen. Ganz zum Schluss, die Präsentation geht insgesamt ungefähr eine Stunde, haben wir uns dann noch so 10, 15 Minuten freigehalten für Fragen Ihrerseits. Die dürfen Sie im Chat jederzeit gerne stellen. Die Christina Bauer, unsere Geschäftsführerin, wird diesen Chat heute moderieren. Und genau, gerne alle Fragen, die Ihnen in den Sinn kommen, einfach dort stellen. Und zum Schluss werden wir dann einfach eine kleine Selektion aus diesen Fragen herausheben, die wir dann nochmal zum Schluss angehen. So, dann beginnen wir. Das sind wir, Green Tiger Travel, ein kleiner Reiseveranstalter in Freiburg im Breisgau, direkt am Rande des Schwarzwalds gelegen. Ich blicke hier gerade aus dem Fenster auch schön auf den herbstlichen Wald. Wir sind 9 Personen, also wirklich ein kleiner Reiseveranstalter und eben Länderspezialisten für Südostasien hauptsächlich. Da komme ich jetzt aber gleich noch weiter drauf. Links oben sehen Sie Christina Bauer, unsere Geschäftsführerin. Wie gesagt, sie moderiert heute den Chat und ihr könnt sie alle Fragen stellen, die sich zwischenrein schon ergeben. Dann hervorgehoben in grün sieht man mich nochmal, Manuel Dietmann, Reiseberater, Länderexperte, reisebegeisterter Travel-Designer. Man kann sich vieles aussuchen in der Branche an schönen Formulierungen. Heute ganz wichtig, Ihr Sri Lanka-Reisespezialist. Unsere Reisen gestalten wir individuell und komplett maßgeschneidert, also gehen auf alle Wünsche unserer Gäste ein. Das ist uns ganz wichtig zu Beginn zu erwähnen. Und wir sind Länderspezialisten, vor allem für Südostasien. Jetzt haben wir hier die Karte so ein kleines bisschen verfälscht, weil eben auch zum Beispiel Sri Lanka und Bhutan thematisch noch dazugekommen sind. Und es sind einfach tolle Länder. Und die wollten wir unbedingt auch mit reinpacken in unser Programm. Dann haben wir Sri Lanka so ein kleines bisschen nach Osten wandern lassen und Bhutan eben auch vom Himalaya absteigen lassen. Ich glaube, das ist jedem aber bekannt, wie das geografisch in der Ecke aussieht. Ein ganz wichtiger Punkt für uns ist, das möchten wir am Anfang nochmal erwähnen, wir möchten nachhaltige Reiseerlebnisse generieren. Das bedeutet, dass sowohl Reisende als auch die Menschen vor Ort von dem Kontakt und unseren Reisen profitieren. Sprich, wir pflegen intensive Kontakte und langjährige Partnerschaften mit unseren Kollegen vor Ort und nutzen inhabergeführte kleine Unterkünfte, damit man einfach es ermöglicht, ein tieferes Verständnis sowie einen respektvollen Umgang miteinander, also zwischen den Reisenden und den Locals, herzustellen. Unsere Reisen sind dann auch immer mit einem privaten Guide vor Ort, sodass man da eben auch immer einen direkten Ansprechpartner hat. Wir sind außerdem Mitglied im Forum Andersreisen und man kann zum Beispiel auch den CO2-Ausstoß, den man durch den Langstreckenflug, der ja nicht vermeidbar ist,
generiert über Atmosphäre kompensieren. Ganz kurz dazu, Atmosphäre ist eine Non-Profit-Organisation, die eben ausgestoßenes CO2 an anderer Stelle durch sinnvolle Projekte wieder einspart und dort dann zum Beispiel auch nachhaltige Entwicklungen in der Ressourcengewinnung unterstützt. Das Forum Andersreisen ist ein Zusammenschluss aus kleinen Reiseveranstaltern und Reisebüros und hat sich dem nachhaltigen Tourismus verschrieben. Wir selbst gleichen auch all unseren CO2-Ausstoß während der Landprogramme und in unserem Büro aus. Genau, so viel dazu. Jetzt haben Sie mal einen groben Überblick, um wen es sich hier handelt und wie unsere Reisen strukturiert sind. Dann kommen wir zu dem wichtigen Punkt, auf den Sie wahrscheinlich alle schon gewartet haben. Sri Lanka, das ist, wie schon gesagt, die Perle im Indischen Ozean. Wir haben uns überlegt, eine Beispielreise mit circa 17 Tagen zu generieren, dass Sie so ein bisschen die Idee bekommen, was dieses Land alles kann. Das ist extrem vielschichtig. Es gibt quasi alles in diesem Land. Also wir haben Strände, wir haben Berglandschaften, wir haben sehr, sehr viel Kultur. Das Essen ist fantastisch. Das Einzige, was es auf Sri Lanka nicht gibt, ist Schnee. Das mal vorweg. Als grobe Übersicht, damit Sie ungefähr die Größe dieses Landes auch einordnen können. Sri Lanka ist ein kleines bisschen kleiner als Bayern, hat ca. 65.000 Quadratkilometer, Bayern 70.000 und in Sri Lanka leben in etwa 22 Millionen Einwohner. Das bedeutet ungefähr ein bisschen über ein Viertel der Einwohner Deutschlands. Und weil wir jetzt das Beispiel Bayern schon so schön hatten, da würden etwa 13 Millionen Menschen leben. Prinzipiell konzentriert sich die Bevölkerung vor allem auf den Westen und Südwesten, in Colombo und an der Südwestküste sowie auch im Hochland in Kandy. Das Land ist ganzjährig bereisbar. Das macht es eben wunderbar, weil man kann wirklich, egal welcher Monat ist, immer eine komplett individuelle Tour gestalten. Wenn jetzt zum Beispiel der Südwestmonsun kommt, dann ist eben in unserem Sommer die Südküste nicht so attraktiv. Dafür geht man dann eben an die Nordostküste. Von dem her, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gestaltbar. Und eben, ich kam jetzt gerade schon darauf, was es alles in Sri Lanka gibt. Also wir hatten ja schon Berge und Meer und die Kulturstätten. Wir haben auch komplett Regenwaldgebiete, wir haben Steppenlandschaften, das Kulinarische. Es gibt Kokosnüsse, Bananen, Curries in aller Farbe und Form und meine Lieblingsnüsse, Cashewnüsse, sowie mein Lieblingsgetränk und das ist nämlich der Mangolassi. Den habe ich ja eingangs auch schon kurz erwähnt. So, genug der Tipps, wie man irgendwie so sich kulinarisch auch auf Höhenflüge begeben kann. Dann fangen wir einmal an. In Sri Lanka kommt man in der Nähe von Colombo an, beim Flughafen bei Negombo. Und nachdem man die Einreiseformalitäten geklärt hat, würden wir vorschlagen, dass man eine sehr gemütliche Ankunft anvisiert. Somit fahren wir so eine circa dreiviertel Stunde ins The Notary's House. Das ist ein wunderschön gelegenes, kleines, familiengeführtes Hotel, was inmitten einer sehr großzügig angelegten Anlage liegt. Wir haben nebendran auch direkt angrenzend einen kleinen See, der eignet sich je nach Gusto und Jahreszeit mittelmäßig zu baden, sage ich jetzt mal. Dafür hat das Hotel natürlich aber auch einen Pool, an dem man dann eben auch verweilen kann. Den sieht man jetzt hier von einem Zimmer aus. Die 6 Zimmer sind alle liebevoll eingerichtet und man fühlt sich da wirklich wie zu Hause. Also wie gesagt, das ist inhabergeführt, von dem her hat man auch eine sehr, sehr persönliche Atmosphäre, kann mit den Leuten vor Ort auch sehr gut in Kontakt treten, so ein bisschen ankommen, die Kultur greifen und fühlen lernen und eben auch schon die ersten Fragen vielleicht stellen, die sich so ergeben zu Sri Lanka. Und wir empfehlen da ungefähr 1 bis 2 Nächte zum Ankommen, zum Akklimatisieren zu nutzen. Das kommt auch immer darauf an, wie viel Zeit man natürlich insgesamt mitbringt. Nachdem wir jetzt ein paar schöne Tage hier zum Beispiel am Pool verbracht haben, geht es weiter in Richtung Norden zum Vilpattu Nationalpark. Hier haben wir jetzt uns entschieden, auf Sri Lanka gibt es nämlich sehr, sehr viele Nationalparks, 3 der interessantesten oder wichtigsten Nationalparks mit einzubeziehen. Das wären einmal der Vilpattu und der Yala Nationalpark.
Der Yala-Nationalpark ist der bekannteste Nationalpark Sri Lankas. Und in diesen beiden Nationalparks gibt es die Möglichkeit, tatsächlich auch Leoparden zu sehen. Und der Udawalawen-Nationalpark ist ganz berühmt für seine Elefantenherden. Stichwort Leoparden. Wie gesagt, die gibt es hier zu sehen. Das ist wahrscheinlich das größte Highlight. Uns ist es ganz wichtig, wir jagen den Leoparden nicht hinterher. Also mit allen Rangern und Guides, mit denen wir dort zusammenarbeiten, da möchten wir, das Naturerlebnis ist im Vordergrund. Und wenn man Leoparden sieht oder eben hört, dass jetzt vielleicht ein paar wenige Fahrminuten, wenn man sowieso in der Ecke ist, entfernt ein Leopard sich aufhält, dann ist das ein schönes Add-on und eine wirklich, wirklich beeindruckende Erfahrung. Aber das ist nicht das Hauptziel von einem Besuch in einem Nationalpark. Genau, außerdem in dem Nationalpark gibt es eine sehr große Fauna. Wir haben einige Raubvögel, darunter eben auch zum Beispiel diese Vertreter. Jetzt muss ich kurz passen, tut mir leid. Dann eben auch noch Eulen oder es gibt auch alle möglichen anderen Vögel wie Ibisse, Störche, Kormorane. Wir haben andere Landsäugetiere, Hirsche sind da mit dabei. Es gibt aber auch Krokodile und Schildkröten. Und ich war mit meinem Ranger unterwegs, der heißt Malmi, und er hat mir die Frage gestellt: Manuel, was ist denn eigentlich dein Lieblingstier? Jetzt gebe ich kurz jedem selber Zeit, sich zu überlegen, was ihre Lieblingstiere wären. Und ich dachte mir so: das könnte jetzt natürlich eine kleine Fangfrage sein, weil ich könnte ja sagen, wie so viele anderen, ja natürlich der Leopard, ich bin hier schließlich im Leopardengebiet. Und dann habe ich mich aber doch dazu entschlossen, mein tatsächliches Lieblingstier zu nennen, der Esel. Die sind sehr schöne charakterstarke Wesen. Eselwanderung kann ich wärmstens empfehlen, tut jetzt hier aber tatsächlich nichts explizit zu dieser Präsentation. Und der Malmi meinte dann zu mir so: Also sein Lieblingstier, das ist der Lippenbär. Der Lippenbär ist ein kleiner Vertreter. Ich bin jetzt kein Bärenexperte, deswegen mache ich es ganz einfach zur Einkategorisierung, ein kleiner Schwarzbär. Und er meinte dann sinngemäß zu mir: Weißt du, Manuel, bei den meisten anderen Tieren kann man bis zu einem gewissen Grad vorhersagen, was sie als nächstes tun werden. Man kennt so ungefähr das Verhalten. Beim Lippenbären nicht, da ist das anders. Ein kleines Beispiel: Ich bin mal auf einer Safari unterwegs gewesen, dann plötzlich mitten auf der Wegstrecke sitzt dieser Lippenbär und schaut sich 10 Minuten einfach die Umgebung an. Wirklich seelenruhig, ganz entspannt. Und plötzlich, als hätte er einen Gedankenblitz, erhebt er sich, trottet recht zügig an den Straßenrand, geht zu einem Ameisenhaufen, schaut sich dort die Situation an, macht aber nichts. Also er hat jetzt auch nicht irgendwie angefangen zu essen. Und 5 Minuten später geht er einfach, mir nichts, dir nichts, komplett in die andere Richtung und verschwindet im Dickicht. Ich verstehe diese Tiere nicht wirklich, aber ich habe eine ganz tiefgehende Sympathie für sie. Und eben solche Erfahrungen, die man dann mit diesem Ranger Guide macht, die einfach plötzlich mal am Wegesrand passieren, die finde ich, sind einfach das, was es ausmacht. Das ist ja auch quasi das, was Reisen ausmacht. Nicht unbedingt, da werde ich jetzt ein bisschen eine catchy Phrase reinpacken, nicht unbedingt das Ziel ist das Ziel, sondern oft eben der Weg und die Entdeckungen und Erfahrungen und Bekanntschaften, die man entlang dieses Weges eben macht. Genau, jetzt aber weiter im Text. Wir kommen einmal noch zu den Elefantenherden. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Udawalawen-Nationalpark. Und noch ein kleiner Reisetipp von meiner Seite, falls man keine Spiegelreflexkamera zur Hand hat mit guter Zoom-Funktion, sondern nur eine Handykamera, die gute scharfe Bilder schießt, wenn man nicht zoomt und ansonsten quasi 3 Pixel nur erfasst. Man kann durch Ferngläser, die dann auch der Guide mit dabei hat, tatsächlich ein kleines bisschen weiter in die Ferne Schnappschüsse machen. Deswegen sieht man hier auch diesen Kreis darum, ein bisschen verwackelt fast. Und das ist ein Bild, das ich tatsächlich geschossen habe. Wir waren ungefähr 10, 15 Meter von diesem Leoparden entfernt. Das war wirklich eine sehr, sehr majestätische und einmalige Erfahrung. Natürlich möchte man gerne auch irgendwo übernachten.
Und da bietet sich zum Beispiel von unseren Kollegen von Leopard Trails ein Safari-Zelt an. Das schöne Wort Glamping würde für sowas entwickelt. Bietet eben alle Annehmlichkeiten von einem richtigen Hotelzimmer. Also heißt, man hat eine Dusche, man hat ein richtiges Bett, man hat einfach auch ein bisschen Platz, aber ohne dicke Mauern, die einen so ein bisschen von der Natur abschotten. Heißt, die Zeltplan, die lassen wirklich sehr, sehr viele Geräusche. Gerade nachts wird es einfach, hört man die Elefanten in der Ferne, sagt man, röhren. Oder auch mal ein Rascheln von irgendwelchen Wildtieren in der Nähe. Aber gleichzeitig fühlt man sich eben ganz sicher und geborgen. Nachdem wir jetzt einmal das Wildlife quasi betrachten durften, möchten wir uns ein bisschen in Richtung kulturellen Zentrum Sri Lankas richten. Das ist das Kulturdreieck. Hier haben wir die drei wichtigen Kulturstätten, den Löwenfelsen Sigiriya, den Höhlentempel Dambulla und die alte ehemalige Königsstadt Anuradhapura für Sie herausgesucht. Als erstes ist der Löwenfelsen Sigiriya zu nennen. Der steht als einzelner Monolith mitten in einer sehr weitläufigen Landschaft und man kann diesen über unzählige Stufen erklimmen. Das sind etwa 200 Meter, die eben in den Fels gehauen sind. Und das ist aber für jedermann recht gut machbar. Es ist natürlich ein bisschen schweißtreibend. Ich habe gesagt unzählige, das stimmt nicht. Es sind 1860, also kann man die doch tatsächlich zählen. Der Ausblick von oben lohnt sich dann aber auf jeden Fall. Und eben diese alte architektonische Struktur von ungefähr, ich glaube, das sind 1500 Jahre her, ist eben auch noch erhalten. Dann der Höhlentempel von Dambulla, insbesondere wenn man sich für Buddha-Statuen interessiert und eben auch diesen kulturellen Aspekt, bietet er sich sehr gut an. Da ist man in ungefähr 2 bis 3 Stunden, kann man eine sehr, sehr schöne, sehr spannende und informative Tour machen. Und die alte Königsstadt Anuradhapura. Da ein paar kleine Facts. Im ersten Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung war diese Stadt die 9. größte Stadt der Welt. Es waren dort insgesamt 130.000 Einwohner. Zum Vergleich, Trier war damals, galt als Weltstadt auch und hatte nur 30.000 Einwohner. Und 7 der 10 größten Städte damals waren im Römischen Reich. Also das ist jetzt quasi eine der drei Weltstädte von damals, die nicht zum Römischen Reich gehört haben. Um die Kultur noch mit einem kleinen Foto von mir abzuschließen, hier sieht man mich in Urlaubsstimmung, wie ich gegenüber von dem Löwenfelsen auf dem benachbarten Felsen Pidurangala stehe. Der ist natürlich ein bisschen unbekannter, dementsprechend auch weniger besucht und ein kleines bisschen schwieriger zu erklimmen. Wenn man aber vor allem einfach mal nur die Aussicht genießen möchte, lohnt der sich halt. Eben kulturell interessiert, würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr auf den Sigiriya fokussieren. Abends möchten wir natürlich auch wieder irgendwo übernachten und da haben wir uns jetzt das Wildgrass herausgesucht. Ein schönes Hotel mit Bungalows und kleinen mehrstöckigen Häusern, wo man auch als Familie zum Beispiel wohnen kann. Und diese Bungalows sind sehr schön weitläufig in der Gegend eben verstreut, sodass man auch immer eine schöne Privatsphäre hat. Und links oben sieht man so eine Art bewaldeten oder begrasten Felsen. Und dort kann man dann für einen Sundowner oder auch zum Mittag- oder Abendessen generell hochgehen. Und vom Restaurant wird das durch so eine kleine Seilwinde, das Essen dann eben hochgezogen oder der Wein oder auch das Bier. Die Zimmer sind dann sehr schön schlicht gehalten, sehr einfach, geradlinig und der Fokus hierbei von dem Hotel ist eben, dass man so eine Art 270-Grad-Panorama auf die Landschaft auch hat. So, jetzt haben wir die kulturellen Gegebenheiten auf jeden Fall auch schon mal erkundet. Der eine oder andere wird sich jetzt überlegen, ja, aber ich bin auch gerne aktiv unterwegs. Da kommen wir gleich dazu, wenn es ins Hochland nach Ella geht. Auf dem Weg dorthin kann man noch in der 2. größten Stadt Sri Lankas in Kandy einen Stopp machen. Und in Kandy, da sehen wir jetzt hier den Temple of the Tooth. Das ist der Zahntempel und in dem liegt der Überlieferung nach ein Eckzahn von Buddha Siddhartha Gautama.
Was wir sehr gerne in Kandy eben aber auch noch nach dieser kulturellen, nach dem kulturellen Besuch machen, ist, wir verköstigen unsere Gäste gerne. Und wir hatten ja eingangs schon erwähnt, Essen ist auf jeden Fall ein zentrales Thema in Sri Lanka. So ziemlich alles ist in Sri Lanka ein zentrales Thema. Man hat sehr, sehr viele Sachen, die man machen kann und genießen kann. Und in diesem Falle würde man dieses Essen aber erstmal selbst kochen. Das bedeutet, wir haben eine sogenannte Signature-Tour mit unseren Kollegen vor Ort. Das sind eben Signature-Touren, sind besondere Touren, bei denen man Land und Leute einfach tiefer kennenlernt, irgendwo auch selber mit anpackt und nicht nur Zuschauer ist, eben auch in die Gespräche eintauchen kann. Und hier wäre das so, dass wir mit der Gastfamilie morgens auf den Markt gehen, alle Zutaten einkaufen, dann zu denen nach Hause gehen und eben Curries zubereiten. Curries gibt es in aller Form und Farbe, vegetarisch, mit Fleisch, mit Fisch, Dals. Also da bleibt der Kreativität, sind da quasi keine Grenzen gesetzt. Und wir können das Ganze dann auch von einem traditionellen offenen Feuer eben auch kochen. Also das ist eine ganz schöne Erfahrung. Und zum Mittagessen, wenn wir dann auch hungrig sind, wir haben ja auch einiges geleistet bis dahin, geht es dann an den Tisch und man kann so seine eigene Qualität nochmal genießen und überprüfen. So, dann fahren wir am besten mit dem Zug in Richtung Ella. Es gibt eine Zugverbindung zwischen Ella und Kandy, da komme ich gleich dazu. Hier haben wir jetzt erstmal noch die sehr, sehr berühmte Nine Arch Bridge. Das ist, ich meine, eines der am meisten fotografierten Bilder in ganz Sri Lanka. Sehr eindrucksvoll, diese Brücke. Wunderschöne Farben. Die Farben in Sri Lanka sind sowieso, glaube ich, immer wunderschön. Und eben, man kommt dorthin am besten mit dem Zug, der zugegebenermaßen etwas gemächlicher als in Deutsch, als wir es aus unseren deutschen Zügen gewohnt sind, durch die Landschaft gleitet. Das sind natürlich ältere Züge, die Zugabteile sind alle offen, man kann auch durch die Fenster rausschauen, man kann auch, wenn man möchte, sich an den Türen, zu den Türen rauslehnen, während man eben durch diese pittoreske Landschaft, durch diese Teeplantagen dahin gleitet. Und ja, was dann immer ganz witzig ist, wenn zum Beispiel auch Schulgruppen mit dabei sind, dann sind die Kids halt immer so ein bisschen euphorisch, wenn es in Richtung Tunnel geht. Und dann wird es laut im Zugabteil. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Also einfach auch ein ganz anderes Flair, eine ganz andere Stimmung als in unseren Zügen. Da ist viel mehr Leben passiert in diesem Zug. Man hat Verkäufer, die einem alle möglichen Arten von Nüssen, kleinen Snacks mitbringen. Also auf jeden Fall auch probieren. Genau. Jetzt sind wir aber bei dem zentralen Thema im Hochland, Wandern und die Landschaft genießen. Hier sehen wir mit Blick nach Westen den Little Adams Peak, beziehungsweise ich befinde mich auf dem Little Adams Peak gerade und habe dieses Foto Richtung Westen, taleinwärts, sage ich mal, geschossen. In dieser Gegend kann man Wanderungen von, ich sage jetzt mal, einer kleinen Spaziergangwanderung zwischen 30 und 45 Minuten machen, als auch Ganztageswanderungen, mehrtägige Wanderungen. Da kommt jeder quasi auf seine Kosten. Was meistens passiert ist, man kommt ins Schwitzen, weil Sri Lanka natürlich in den Tropen liegt und wir schon meistens mittags mit irgendwo in Richtung 30 Grad rechnen können. Und genau dieser Aussichtspunkt, den man auf einer 30- bis 45-minütigen Wanderung erreichen kann, da gibt es noch relativ viele, die diesen erklimmen. Der liegt auch direkt an dem Hotel, auf das ich gleich zurückkommen werde noch. Und wenn man aber möchte, kann man diese Bergkuppe oder diesen Bergrücken noch ein bisschen weiter erwandern. Da sieht man dann auch, ich mache das jetzt einmal mit dem Cursor, hier hinten noch so einen kleinen überwucherten Pfad, den man entlang gehen kann. Und genau, da ist man aber dann doch nicht ganz allein. Man hat nämlich meistens noch ein, zwei, drei Begleiter in Form von sehr freundlichen Hunden, die auch sehr nett und unaufdringlich sind. Die begleiten einen dann mit dazu, sind Reisende auch gewohnt und man kriegt halt noch ein bisschen schönere Fotomotive dann auch dazu. Auf dem Rückweg, wieder an diesem Aussichtspunkt angekommen, habe ich dann gesehen, dass ein älterer Herr, ich weiß nicht, wie er die alle nach oben gebracht hat, auf jeden Fall sehr, sehr viele Kokosnüsse mit dabei hatte und eine Machete. Und gegen ein kleines Entgelt hat man dann auch nochmal eine Wegzehrung für den Rückweg und ein schönes Fotomotiv.
So, der Rückweg. Hier sieht man jetzt das 98 Acres Resort, was direkt an diesem Little Adams Peak liegt. Also der Hügel, der im mittleren Bereich zu sehen ist, das ist dieser Little Adams Peak. Und den kann man dann eben noch weiterlaufen, theoretisch. In dem Hotel, die Zimmer sind alle schmiegen sich quasi an einen Hang an. Also heißt, man hat genau diesen tollen Ausblick talabwärts und kann das einfach von dem Balkon, der auch übrigens gegen Regen abschottbar ist, wunderbar beobachten alles. Das Hotel verfügt über einen Pool, über Restaurants. Und bei mir war das dann so, ich habe mir dann auch abends das Abendessen aufs Zimmer noch geholt. Ich glaube, da links sieht man sogar noch ein bisschen was von dem Abendessen, wenn ich das, ist uns noch gar nicht aufgefallen, als wir das Bild ausgesucht haben, sehr witzig. Und dann hat bei mir abends eben, habe ich so gesehen, wie im Tal ein Gewitter angefangen hat und so langsam bergaufwärts gekommen ist. Und dann sitzt man in diesem Bungalow und hört eben den Regen prasseln und ja, sieht so ein bisschen die Blitze in der Ferne. Das ist schon echt, echt sehr, sehr schön und sehr speziell. So. Genau, dann gehen wir einmal weiter in Richtung Strandaufenthalt. Das ist ja auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und Strand ist auf Sri Lanka definitiv eine gute Idee. Wir haben uns jetzt überlegt, einmal nach Tangor zu gehen. Es gibt aber auch noch mehrere andere Strandorte, Merissa zum Beispiel. Und von diesen Strandorten lässt sich auch ein sehr schöner Tagesausflug nach Gor machen. Kommen wir erstmal zu den Stränden. Diese sind eben wirklich Fotomotive. Also man kann da mehrere Tage verbringen, auch mal nur einzelne Tage oder ganze Wochen. Da ist wirklich quasi der Kreativität, es sind da keine Grenzen gesetzt. Sri Lanka ist sehr, sehr schön für den Strandaufenthalt. Und wer zum Beispiel von dort aus auch Touren machen möchte, wir bieten dann eben auch Touren an, wo man mit einer Meeresbiologin oder einem Meeresbiologen aufs Meer rausfährt und dadurch deren Arbeit auch unterstützt. Also, und natürlich auch sehr vieles über die Ozeane und über die Tierwelt, die dort existiert, mitbekommt. Und so, wenn wir den Tagesausflug nach Gaul machen, da ist man dann je nach Standort in 1, 2 Stunden drüben. Oder man kann das auch auf dem Rückweg, wenn man in Richtung des Flughafens fährt, noch mit einbauen. Dieses kleine Städtchen ist ein niederländisch geprägtes Städtchen. Und dort gibt es das größte noch erhaltene koloniale Fort zu sehen. Also gerade wer sich für Kolonialgeschichte interessiert, ist da richtig an dem Platz. Später wurde dann Gaul von den Entschuldigung, von den Briten übernommen. Genau, jetzt noch ein Bild von den wohl sehr, sehr bekannten Stelzenfischern, die man dort an einer kleinen Ecke eben auch antrifft. Die Idee ist da im Endeffekt nicht sichtbar für den Fisch zu sein, weil die können ja nicht so weit über die Wasseroberfläche herausblicken und sehen dann die Schatten auch gar nicht mehr und dann eben bessere Chancen beim Fischfang zu haben. Natürlich ist es jetzt so, auch mit dem Tourismus, das muss man dazu sagen, ist die Hauptarbeit der Fischer jetzt nicht mehr zwangsweise Fische fangen, sondern man kann sich natürlich auch nebenbei ein Zugeld dadurch mitverdienen, dass man eben als Fotomodell für Touristen auch steht. Jetzt noch einmal auf die Unterkünfte zu sprechen zu kommen. Wir haben wirklich in Sri Lanka die Möglichkeit, quasi alle Unterkunftskategorien zu nutzen. Also es gibt nette, kleine, charmante, inhabergeführte 3-Sterne-Hotels. Wir können aber auch in Richtung 4 oder 5 Sterne, eher wenn man es luxuriös mag oder wenn man es ganz exklusiv, ein abgelegenes Resort möchte. Da gibt es wirklich alles. Also das ist, Sri Lanka ist einfach ein perfekter Ort dafür und die Qualität stimmt wirklich. Also die Sri Lankaner haben da ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein auch. Und bevor wir jetzt uns in Richtung Flughafen aufmachen und dort unsere Reise beenden, würden wir uns natürlich noch überlegen, vielleicht eine kleinen Abstecher in die pulsierende Hauptstadt Colombo zu machen. Dazu bietet sich's an, Sie sehen es hier links oben schon, eine Insider-Tour mit einem einheimischen Guide zu unternehmen, weil die Stadt erschließt sich ansonsten, finde ich, nicht so ganz. Also so gerade Großstädte sind doch immer mit Locals am besten bereisbar. Und
Entschuldigung. Das würde dann unser Kollege vor Ort, der Rashan aus dem Büro von unserer Partneragentur, eben wäre dann der Reisebegleiter. Und wir gehen dann durch die versteckten Gassen, durch die ganzen farbenprächtigen Ecken. Man kann den wirklich alles fragen zum täglichen Leben. Wenn man politisch interessiert ist, Rashan hat da auch auf jeden Fall sehr viele Antworten. Und schauen uns Colombo an. Der Strand von Colombo ist jetzt nicht so ganz das Pittoreskeste, was mir bisher untergekommen ist. Und ja, man sieht im Hintergrund so ein paar Hafenanlagen. Also es ist eine Großstadt. Aber man sieht es auch hier, dass das Leben pulsiert einfach dort. Auch die Badekultur der Sri Lankaner ist ein bisschen anders als unsere. Man zieht sich nicht zwangsweise Badehosen an, sondern man kann auch einfach in voller Montur baden gehen. Und natürlich auch hier darf das Essen nicht fehlen. In Colombo gibt es sehr, sehr viele sehr leckere Streetfood-Möglichkeiten. Hier haben wir verschiedenes frittierten Thunfisch. Wir haben Dal mit dabei, wir haben Reis mit dabei. Es gibt alle möglichen Früchte, die man mit reinmachen kann, Kichererbsen. Da wird man wirklich, also ich hatte das ja vorhin schon erwähnt, man wird was finden, was einem schmeckt. Und ganz zum Abschluss könnten wir dann zum Beispiel auch noch bei einem lokalen Gewürzhändler vorbeigucken. Man sieht in Sri Lanka generell als auch in Colombo oft immer diese Mischung zwischen Moderne und dann traditionellen Methoden, wie zum Beispiel jetzt hier eben diese traditionelle Messmethode. Ich weiß nicht seit wann, da bin ich zu spät geboren, seit wann das in Deutschland in Tante-Emma-Läden zum Beispiel nicht mehr gemacht wird. Gut, das ist jetzt eine Vermutung. Genau, aber das ist wirklich sehr, sehr schön, was man da einfach entdecken kann. Und der Flair ist einzigartig. Und danach heißt es dann auch leider schon Abschied nehmen und auf ein hoffentlich baldiges, liebes Sri Lanka. Genau. So, das war jetzt einmal unser kleiner Ausflug nach Sri Lanka. Ich hoffe, Sie konnten da schon einige Inspirationen mitnehmen. Jetzt gibt es natürlich ein paar grundlegende Fragen, die sich hier stellen zur Reiseorganisation. Ganz wichtig, Sie wissen es aber schon, Reisezeit, Sri Lanka ganzjährig bereisbar. Im Endeffekt kann man Sri Lanka, das ist jetzt eine starke Vereinfachung, in drei Klimazonen unterteilen. Die erste wäre zum Beispiel der Süden und Westen. Dort kommt der Südwestmonsun in unserem Sommer an Land und dementsprechend ist gerade für Strandaufenthalte auch der November bis März am besten. Dann die zweite Region wäre dann der Norden und Osten. Die ist dann gegenläufig von April bis Oktober am besten bereisbar. Da ist es dann eben so, dass der Nordostmonsun in den Wintermonaten kommt. Und die dritte Region wäre das Hochland, das zentrale Hochland, was nämlich quasi auch als Klimascheide die Monsune jeweils auf der einen Inselhälfte hält. Dort regnet es auf jeden Fall häufiger, also es kann auch in den trockenen, in Anführungszeichen, Monaten dort regnen, aber heißt nicht, dass es nicht trotzdem bereisbar ist. Und so ein kleiner Regen, der kommt dann mal nachmittags, mal abends, also heißt, man kann immer so ein bisschen drumherum auch bauen. Dann aktuell natürlich das Thema Corona, darf leider nicht fehlen. Da haben wir einmal, wer das im Detail durchlesen möchte, ich gehe gleich nur kurz drauf ein, findet unten auf unserer Website, also green-tiger.de/reisetipps Sri Lanka und dann unter dem weiteren Unterpunkt Einreise alles nochmal im Detail. Prinzipiell ist es gerade eben so, dass für Geimpfte und Ungeimpfte ein paar Grundvoraussetzungen gelten, die sind gleich. Und da gehe ich jetzt mal kurz drauf ein. Zum einen ist es das elektronische Visum. Man muss vorab auf jeden Fall ein elektronisches Visum beantragen. Bisher war es so, dass das Visum on arrival funktioniert hatte. Das ist jetzt aber auch wieder im Gespräch. Also Sri Lanka ist da immer sehr guter Vorreiter generell auch, wenn es darum geht, wie praktikabel kann man eine Reise ins Land gestalten. Und Sri Lanka ist da auch für den asiatischen oder sage ich mal Südostasien und Südasien für den Bereich auch Vorreiter gewesen. Die hatten schon 2020 ein sinnvolles Tourismuskonzept umgesetzt, wo man dann eben auch mit Corona-konform reisen konnte. Dann wichtig ist natürlich noch ein PCR-Test. Der muss 72 Stunden vor Abreise erfolgen.
Und eine spezifische Krankenversicherung, die ist da auch verpflichtend. Wenn man aber diese drei Punkte berücksichtigt und überall einen Check dahinter machen kann, dann kann man sich im Land komplett frei bewegen. Komplett freies Reisen ist möglich und man muss auch nicht noch in eine verpflichtende Quarantäne. Für Ungeimpfte sieht das ein kleines bisschen anders aus. Die ersten drei Punkte sind identisch. Dann aber als Ungeimpfte kommt man erstmal in eine Travel Bubble, die ist so in etwa 2 Wochen. Travel Bubble bedeutet, ich habe ein bisschen trockenen Mund, deswegen kann ich Bubble nicht aussprechen. Es bedeutet auf jeden Fall, dass man in einer Art Blase unterwegs ist, indem man nur bestimmte Hotels, die zertifiziert sind, nutzen kann und die Ausflüge auch eingeschränkt sind. Das sind dann alle Beteiligten, also sei es jetzt Angestellten oder Guides, sind dann eben auch in dieser Travel Bubble und somit gibt es keine Vermischung. Das empfehlen wir Ungeimpften eher nur, wenn man viel Zeit mitbringt und zum Beispiel einen Ayurveda-Aufenthalt oder nur Strandaufenthalt machen möchte. So, wie kommt man nach Sri Lanka? Mit dem Boot dauert ein bisschen länger, deswegen wahrscheinlich mit den Flügen am besten. Und zwar in Deutschland sind die wichtigsten Frankfurt und München, aber auch von Düsseldorf, Hamburg und Berlin gehen Flüge. Ab Zürich kann man fliegen, wenn man aus der Schweiz kommt, oder sogar auch ab Wien. Und die Airlines, die man nutzen kann, sind gerade über den Mittleren Osten, also Katar, Abu Dhabi, die Etihad oder Gulf Air. Emirates fliegen auch, das haben wir jetzt hier vergessen. Man kann aber auch direkt fliegen mit Sri Lankan. Da ist man knapp 10 Stunden unterwegs. Ansonsten braucht man so 14, 16 Stunden mit Zwischenstopp eben. Oder wenn man Miles & More Kunde ist, dann natürlich auch über das Vielfliegerprogramm von Lufthansa, / auch Singapore Airlines dann eben. Und ab Österreich, ab Wien geht es sogar via Malé. Also falls man auch auf die Malediven möchte. Zu den Reiseversicherungen. Neben der verpflichtenden Reiseversicherung empfehlen wir auf jeden Fall, eine qualitativ hochwertige Reiseversicherung abzuschließen, die dann auch pandemiebedingte Zusatzkosten abdeckt. Und da haben wir uns entschieden, mit der Hanse Merkur, das ist eine Premiumversicherung, zusammenzuarbeiten. Die bietet dann eben auch eine Corona-Zusatzversicherung an. Das findet man aber natürlich auch nochmal unten über den Link, also beziehungsweise müssten Sie das dann abtippen in Ihrem Browser, green-tiger.de/Reiseversicherung. Da können Sie uns aber natürlich auch jederzeit Ihre Fragen per Mail schicken oder uns anrufen. Dann haben wir noch ein paar kleine, schöne Möglichkeiten für Sie aufgelistet. Das wären jetzt ein kleiner Auszug aus unserer Website mit verschiedenen Reisebeispielen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel gesagt, wir waren jetzt hier gerade eben auf einer 17-tägigen Reise, dass man die Highlights von Sri Lanka auch in 2 Wochen besuchen kann. Gerade wenn jetzt einfach man nicht so viel Zeit hat, nicht so viel Urlaub hat und 2 Wochen dann das Ganze eben umfassen sollte. Wenn der kulturelle Fokus höher ist, können wir auch das Ganze mehr auf das Kulturdreieck ausweiten und zum Beispiel auch 3 Wochen dann die Reise gestalten. Für Aktivreisende schon angemerkt, Sri Lanka bietet extrem viele Möglichkeiten. Gerade Wandern im Hochland kann man wirklich, wirklich ausdehnen. Man kann aber auch surfen gehen, man kann tauchen gehen zum Beispiel. Also von dem her, das aktiv kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel machen. Und für uns auch ein spannender Punkt ist noch die Familienreise nach Sri Lanka. Sri Lanka ist nämlich ein malariafreies Land. Das macht es auf jeden Fall noch mal etwas gemütlicher. Und man muss sich nicht ganz so viel um den Mückenschutz kümmern. Und gerade auch, wenn man mit der Familie unterwegs ist, ist es ja immer so, dass zum einen die Kids wollen auf ihre Kosten kommen, die Eltern aber natürlich auch. Und man muss so einen schönen Mittelweg finden. Und das ist in Sri Lanka sehr, sehr einfach. Und auch die Guides, als auch die Leute vor Ort, sind sehr familienfreundlich. Also sehr offenherzig, gehen auf einen zu, sind sehr, sehr herzlich, aber ohne die Distanz nicht quasi also zu überschreiten. Also die halten immer trotzdem noch ausreichend Distanz. So, das ist ja, sag ich mal, in Südasien ist das ein bisschen anders als bei uns. Wir sind ja ein bisschen distanzierter. Die Südasiaten haben einfach ein nähere gemeinschaftliches Leben. Genau. Und zum Beispiel, wir hatten auch schon Gäste, die waren dann eben mit der Familie unterwegs und haben gesagt,
Die Kinder wollten surfen lernen, dann sind die surfen gegangen, während die Eltern Strandspaziergänge gemacht haben oder eben sonstiges. Also das ist immer sehr, sehr flexibel und individuell gestaltbar. Genau, Badereise, ich glaube, das erschließt sich. Wenn im Südwesten der Monsun ist, dann geht man eben in den Südosten, relativ einfach. Und natürlich auch für Tauchbegeisterte kann man das Ganze mit den Malediven kombinieren. Das wäre es jetzt tatsächlich schon soweit von dem kleinen kurzen Mittagsausflug nach Sri Lanka. Ich hoffe, Sie alle konnten schon einige Eindrücke und Inspirationen mitnehmen. Für alles Weitere stehen wir natürlich auch generell nicht nur für die zur Verfügung, nicht nur für die Fragen bezüglich der Reisekrankenversicherung. Bevor ich jetzt noch zur Fragerunde weitergehe und die Christina Bauer mir da ihre Fragen präsentieren wird, die sie hoffentlich ganz zahlreich gestellt haben, möchte ich mich oder möchten wir uns noch bei allen Zuschauern bedanken, die jetzt schon in Richtung Sonntagnachmittag gehen. Und genau, freue mich noch auf die kleine kurze Fragerunde. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite in die Runde. Mann, dann sehe ich auch. Ja. Kannst du mich auch hören, Manuel? Ich höre dich. Ich hoffe, dass Wunderbar, sehr schön. Am niemand besten irgendwie klickst du doppelt. noch mal eine Folie weiter, damit alle auch deine Kontaktmöglichkeiten sehen können. Herzlichen Dank an dich, Manuel, für den schönen Einblick nach Sri Lanka. Es freut uns sehr, dass so reges Interesse daran besteht. Und wie Manuel gesagt hat, gehen wir jetzt noch auf ein paar Fragen im Chat ein. Ich werde sie vorlesen und der Manuel wird sie dann beantworten. Also eine Frage haben wir zur Sicherheit in Sri Lanka, ob man sich auch sicher fühlen kann, dort zu reisen. Definitiv kann ich erstmal schon mal so beantworten. Wir sind mit einem privaten Guide in einem privaten PKW unterwegs. Das ist erstmal der erste wichtige Punkt. Also gerade vielleicht hat man auch, was Thema Sicherheit angeht, auch ein bisschen Straßensicherheit im Blick. Und das sind sehr, sehr geschulte Fahrer bzw. Driver Guides, die sich dann auch um die Reisenden kümmern. Und in den Hotels, das sind alles. Also wir greifen da auf Hotels zurück, mit denen haben wir langjährige Partnerschaften. Von dem her ist da auch alles quasi in dem sicheren Bereich. Und auch wenn man sich jetzt in Menschenmassen bewegen würde, was nicht ganz unser Fokus ist, weil wir in Colombo würden wir sie jetzt nicht, außer das ist ihr Wunsch, auf eigene Faust loslassen. Da ist Sri Lanka auch sehr, sehr, also ich war mehrfach, das ist sehr, sehr sicher. Ich war mehrfach auf der Insel und hatte da nie Probleme, sondern es hat sich alles immer, wenn man irgendwo auf Fremde getroffen hat, dann waren das eigentlich interessante, nette Gespräche und es war wie eher so eine Wissbegierigkeit. Wunderbar. Und wie kommt man in Sri Lanka am besten von A nach B? Das auf jeden Fall mit dem PKW, den dann der private Driver Guide, das ist oft der eigene PKW, die arbeiten da auf eigene Rechnung und haben aber auch eine Festanstellung bei unseren Kollegen vor Ort und fahren eben ein sehr sauberes, hochwertiges, modernes Auto. Also man ist da auch nicht mit, ich sage es salopp, einer Klapperkiste unterwegs, wo man Angst hat, dass man irgendwo liegen bleibt, sondern das ist wirklich alles nach aktuellem, modernen Standard ausgerichtet. Und dann, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, die Zugfahrt. Da würden wir natürlich auf einer Strecke im Hochland zwischen Kandy und Ella sie noch in den Zug einsteigen lassen. Das ist wirklich auch, also ich fand es angenehm, es war ein bisschen laut, das muss ich zugeben, auf jeden Fall. Und so ein bisschen was anderes, aber wirklich sehr, sehr schön. Und gerade empfehlen wir das aber aufgrund der Situation noch nicht, diesen Zug wieder zu nutzen. Aber da ist auch Sri Lanka dabei, um das alles wieder so in die üblichen Wege einzuleiten. Also wir nehmen an, in den nächsten Monaten wird sich da auch wieder einiges tun. Und dann ist hier eine Frage dazu, wie sicher man sich als alleinreisende Frau in Sri Lanka fühlen kann. Das ist natürlich für mich selber ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil ich als alleinreisender Mann da auf jeden Fall es einfacher habe.
Die Sri Lankaner, das ist jetzt tatsächlich schwierig, das direkt so zu beantworten. Also das kommt natürlich darauf an, wenn man komplett auf eigene Faust unterwegs ist. Ich habe auch einige Leute kennengelernt. Also ich war einmal mit Green Tiger Travel unterwegs und das andere Mal war ich dann auf eigene Faust unterwegs und bin da eben auch allein zu allen möglichen Ecken gefahren, zu ein paar Surfspots. Gerade in diesem, ich nenne es jetzt mal Surf-Community, habe ich natürlich auch einige Reisende kennengelernt, darunter auch einzelreisende Frauen. Und die haben sich in Sri Lanka sehr, sehr sicher gefühlt. Wenn man halt sich natürlich das kommt immer auf das individuelle Bewusstsein auch drauf an, aber sich an so Standardsachen auch hält. So das normale Bewusstsein und mit offenen Augen durchgeht und jetzt nicht irgendwelche, ich nenne es mal, schattigen Ecken besucht, da möchte, glaube ich, niemand hin, dann ist das alles in einem gut machbaren Rahmen. Also wir hatten auch schon Gäste oder beziehungsweise alle Reinreisende, die hatten eine Ayurveda-Kur mit uns gemacht, dann haben wir eben die Hotels für sie vororganisiert und dann hat sie aber ihre Ausflüge auch immer komplett alleine gemacht und war sehr, sehr begeistert und hat wirklich nur Positives berichtet. Ja, danke. Dann hast du eben schon erwähnt mit den Unterkünften, dass die so 3 Sterne oder mehr haben können. Und da war jetzt die Frage, wie viele Sterne die gezeigten Unterkünfte in dem Vortrag haben. Vielleicht kannst du da auch noch mal aufs Thema Homestay gleich noch mit dazu eingehen, dann haben wir das auch noch Ja, abgehakt. gerne. Also die gezeigten Unterkünfte waren alle in dem Bereich 3 bis 4,5 Sterne. Genau, zum Beispiel dieses Glamping-Zelt hat auch sehr, sehr gute 4 Sterne. Das mag man immer gar nicht so gleich denken, wenn man an Zelte denkt. Genau, das ist so der Bereich. Homestays sind natürlich auch möglich. Also wenn man sich dazu entscheidet, dass man vielleicht ganz alleine unterwegs sein möchte oder auch mit uns unterwegs sein möchte und dann mal aber ein paar Tage auf eigene Faust das so erleben möchte, dann funktioniert das wunderbar. Wir kennen natürlich, also oder ich kenne auch jetzt schon einige, die Homestays anbieten, gerade in diesen Surfspots. Also deswegen, das kann man uns auf jeden Fall auch fragen und dann vermitteln wir auch den Kontakt. Da gibt es auch, wenn ich das gerade ergänzen darf, im Hochland rund um Ella auch wunderbare Gelegenheiten, eben bei lokalen Familien unterzukommen und so noch tiefer in die Kultur und in das Leben der Menschen vor Ort einzutauchen. Und auch nochmal dazu, also man wird wirklich sehr herzlich empfangen. Also wenn man bei einer Familie zu Gast ist, dann ist man auch so 50% Familienmitglied recht schnell. Also auch die Kontakte bleiben oft noch jahrelang später bestehen, die man pflegt in Sri Lanka. Das ist ein sehr familiäres, herzliches Umfeld. Dann noch die Frage zur Krankenversicherung. Genügt eine übliche Urlaubsreisekrankenversicherung den Anforderungen? Das kann ich vielleicht gerade sofort beantworten. Also Sie müssen Gerne. einfach schauen, dass auf jeden Fall der Pandemiefall eingeschlossen ist. Es gibt da noch immer spezielle Versicherungen, die den Pandemiefall ausschließen. Also schauen Sie, dass Sie da auf jeden Fall abgesichert sind. Und dann noch die Frage, ob man direkt nach der Einreise frei ist, ohne Test. Ist so Sie müssen eben den PCR-Test vor Abreise machen und dann können Sie bei Einreise als geimpfte Person frei reisen ohne Test. Korrekt. Dann gibt es noch eine Frage zu Plagegeistern, wie es mit Moskitos aussieht. Moskitos gibt es natürlich. Also die Unterkünfte verfügen dann auch über Moskitonetze. Ich meine, das haben wir auch in diesem 98 Acres Resort im Hochland gesehen, dass da eben ein Moskitonetz auch mit dabei war. Das Gute ist eben, um das nochmal zu betonen, Sri Lanka ist malariafrei. Also heißt Plagegeister ja, aber weniger das Problem der Erkrankungen, die sie normalerweise auch in den Tropen mitführen. Und ja, genau. Also Okay, heißt wunderbar. natürlich, aber auch ansonsten morgens und abends eher langärmelige Kleidung tragen, eher helle Kleidung tragen. Das macht natürlich auch Sinn. Und eben auch mit dem offenen Auge unterwegs sein.
Wunderbar, danke schön. Noch eine Frage zum Fahrradfahren in Sri Lanka. Kann man auch für ein paar Tage eine Tour machen, also so 2 bis 3 Tage? Jawohl, das schauen wir gerne auch noch mal genauer nach. Also ich hatte jetzt den Fall noch nicht, bin mir da auf jeden Fall aber auch sicher, dass das funktioniert. Also bisher hatten wir nur Tagestouren organisiert, war meistens dem Fokus einfach geschuldet. Aber das funktioniert auf jeden Fall auch, dass man jetzt sagt, dass man zum Beispiel das Hochland von Ella zu Punkt XY in die weit tiefer ins Hochland gehen möchte, das erkunden möchte. Also es infrastrukturell, was auch Fahrräder oder sonstige Transportmittel angeht, geht einiges. Kleiner Zusatz, man kann auch, das empfehlen wir als Green Tiger Travel nicht unbedingt, aber man kann auch mit dem Tuk-Tuk. Es gibt auch Tuk-Tuks, die man vor Ort mieten kann, diese kleinen dreirädrigen Motorräder. Prima, danke für den Einblick und die zusätzlichen Details. Ich denke, dass wir hiermit dann also alle Fragen beantwortet haben, es sei denn, es möchte jetzt jemand noch schnell was in den Chat schreiben. Manuel, jetzt, ich gebe zurück an dich. Das war's mit den Fragen. Jawohl. Dann Dankeschön, Christina, für die Fragen und ganz herzlichen Dank für das rege Interesse auch jetzt in dem Chat und die Fragen, die wir da noch zusätzlich gestellt bekommen haben. Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt, aber natürlich alle Fragen, die Sie ansonsten auch haben, einfach eine kurze Mail schicken oder uns anrufen. Wir sind da sehr, sehr gerne, stehen da zur Verfügung. Genau, das wäre es auch dann soweit von unserer Seite. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Und jetzt wünsche ich noch einen wechselhaften, aber hoffentlich trotzdem schönen Sonntagnachmittag.